ein herzliches Willkommen zum ersten Teil von Pools. Ja Leute, es ist ein Ort, den viele wahrscheinlich kennen. Denn wir sind mal wieder in den Backrooms unterwegs. Wir sind auf jeden Fall in den Pool Rooms, daher auch der Name. Macht Sinn. und schauen einfach mal, was uns erwartet. Anders als in den meisten Backrooms-Games soll es hier keine Monster geben. Es ist ein reiner Walking-Atmosphäre-Immersion-Simulator, sowas in der Richtung. Aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt. Vielleicht gibt es ja noch das ein oder andere coole Feature. Ja Leute, wir werden mit dem ersten Level starten, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was uns erwarten wird. Blind Let's Play und so. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Ja. Und jetzt? Nichts anscheinend. So. Und da wären wir auch schon. Ihr seht schon selber. Die legendären Pool Rooms. Schauen wir doch einfach mal, was wir hier so haben. Ein großes Loch ins Nichts. Ich hoffe übrigens, dass es nicht zu laut ist. Es ist relativ laut bei mir. Ich glaube, es sollte gehen, oder? Ich weiß auch nicht, inwiefern wir hier Progress machen. Ob wir wie in The Complex so einen Fahrstuhl finden müssen oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, das finden wir alles raus. Oh mein Gott, ey. Alter, was sind das für Geräusche? Hoch. Oh mein. Ich dachte, es ist ein reiner atmosphärischer Walking Simulator, ey. Mann. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass das Ding da reingezogen wird. Das Gefühl, wir laufen zurück, kann das sein? Ja. Habt ihr das gehört? Echo? Würde ich sagen, gehen wir mal hier links lang. Wir machen die Geräusche noch nicht. Irgendwas anderes. Oh, hi. Nee, bitte nix. Schön verfolgt uns das
Ding gleich. Mal wetten. Oh nein. Ist das eine Rutsche? Okay. Ich dachte schon, rotes Wasser oder so. Na, dann rutschen wir mal eine Runde, wa? Was soll schon passieren? Gesehen, dass es mehrere Level gibt. Frage ist jetzt nur, wie schalten wir die frei? Ja. Leute, das sind Hände. Nein. Ich sehe schon, komm, gleich kommt hier irgendwas angerannt oder so. Ah, Ausgang anscheinend. Hat er mir den Ausgang gezeigt? Weiß es nicht.
Oh, guck mal. Wir machen sogar Fußabdrücke. Oh ja. Wir können da sogar reinfallen. Hier in das Loch. Aber wir gehen erstmal weiter. Falls wir überhaupt weitergehen, ich weiß es gar nicht. Vielleicht laufen wir auch im Kreis die ganze Zeit. Oh mein Gott. Das wird sowas von nicht gut ausgehen, ne? Kleins completed. Hätte eigentlich gedacht, das wäre jetzt unser Tod. Aber wir sind anscheinend in Kapitel 2. Ich muss sagen, die Grafik ist eigentlich echt mega cool. Nope. Hallo? Sieht halt schon echt krass aus, ey, von den Reflexionen her und so. Aber die Frage ist, wohin, ey? War da nicht vorhin irgendwas? Ich hätte schwören können, da war irgendwas. Waren wir hier nicht? Nee, da waren wir. Okay.
Rätsel? Dreieck oder Kreis? Weiß ich nicht. Wir gehen erstmal hier lang, würde ich sagen, oder? Kreis und Dreieck. Ich denke mal, wenn wir jetzt rechts lang gegangen wären, wären wir hier rausgekommen und Dreieck wären wir hier rausgekommen wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal von aus. Kann das sein? Hier so verirren in diesem Ding. Hier sieht es einladend aus, hier gehen wir hin. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen den Enten folgen. Zumindest richtig aus. Du bitte nichts. Oh, Umkleideraum. Ist hier gerade eine aufgegangen? Nee. Digga. Stop it, please. Holy shit. Oh Mann, irgendwas ist jetzt hier passiert. Irgendwas hat hier geruckelt gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weiß ich, ob ich hier runter soll? Wahrscheinlich nicht. Oder? Doch, scheinbar schon. Na dann.
Oh, okay. Verstehe. Ich verstehe. Nicht. Hallo, kannst du da? Ich habe das Gefühl, es wird langsam echt bedrohlich. Boah, das wird auch richtig düster. Ich hoffe echt, dass wir richtig sind. Was war denn das? Nicht gerade zwei Enden? Ah. Ich war behindert. Das war doch nicht der Raum, wo wir vorhin waren, oder? Oder? Doch. Ah. Doch, jetzt schon. Sieht auf jeden Fall richtig aus hier. Oh. Hoffe ich zumindest. Mehr nichts, bitte.
irgendwie das Gefühl, wir müssen hier hoch. Rutsche. Na, wollen wir wetten, Kapitel 3? Ja. So, meine Freunde. Ich würde sagen, wir werden jetzt an der Stelle erstmal einen kleinen Cut machen und dann im nächsten Part weitermachen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis dahin.